Diese Folge wird präsentiert von thrillandkill.com, die Seite für Horrorfilme und Thriller. Hallo. Willkommen zu einem neuen Spezial. Und bei Let's Talk About Horror. Der Podcast für und von Horrorfans. Ja, hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einem neuen Spezial. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Heute reden wir über Serienkillerfilme und ich freue mich, mal wieder mit der Martina sprechen zu können. Hallo Martina. Hallo. Na, schön, dass du dabei bist wieder. Ja, ich bin auch froh, dass es wieder geklappt hat. Ja, ich habe mich gefreut. Ich habe, und das erzähle ich dir jetzt wirklich nicht nur so, ich habe meinen Kalender geguckt und habe plötzlich deinen Namen gesehen. Und dachte mir, schau an, was ein Zufall, denn ich glaube, ich hatte 1-2 Tage vorher an dich denken müssen, beziehungsweise an unsere Folge denken müssen, die wir gemacht haben. Und das war, als hättest du das irgendwie geahnt. Ja. Und dann hast du dich eingetragen. Also du hast es irgendwie gespürt, ne? So unterbewusst wahrscheinlich, dass ich an dich denken musste. Ja, ich habe wahrscheinlich so einen inneren Ruf gespürt und dann. Wahrscheinlich. Denn wir haben über No One Lives gesprochen. Genau. Wie heißt doch der Hauptdarsteller? Chris Evans, ne? Nein, Chris Evans ist Captain America. Scheiße. Okay, wie heißt er noch? Luke Evans. Luke Evans. Okay, da war ich wenigstens mit dem Nachnamen richtig. Ja, ja. Genau. Stimmt, du hast recht, ja. Mit Luke Evans. Und das ist auch schon ein paar Monate her. Ich glaube, es war im Juni, ne? Es war im Juli, ja, genau. Anfang Juli, Mitte Juli, so ungefähr. Ah ja, okay. Heute sitzen wir wieder hier und machen jetzt die nächste Aufnahme. Und wir haben uns diesmal auf ein Special geeinigt. Weil nachdem wir ja jetzt mit No One Lives einen Film besprochen haben, liegt es ja nahe, dass wir denn diesmal ein Special machen. Und wir haben auch das interessante Thema Serienkiller uns ausgesucht, was natürlich absolut nahe liegt, wenn man bedenkt, dass wir über einen Serienkiller-Film gesprochen haben, ne? Eigentlich ist das die perfekte Erweiterung. Das stimmt. Jetzt musst du aber ganz kurz mir nochmal auf die Sprünge helfen. Erzähl doch nochmal bitte, weil du jetzt noch nicht so oft dabei warst, wo kommst du her? Also ich komme aus der Nähe von Nürnberg, schönen Frankenland. Okay. So, und ich bin Ende 20 und ich mag sehr gerne Horrorfilme. Ja, und warum sprechen wir jetzt über Serienkillerfilme eigentlich und nicht über irgend so ein Subgenre, was Horror angeht? Ich würde sagen, weil Serienkillerfilme, es ist ja ein weiter Begriff. Man kann es ja so und so auslegen. Das stimmt, ja. Dadurch ist es ja auch interessant zu diskutieren einfach. Das ist richtig, genau. Ja, wir sprechen also heute, wie gesagt, über Serienkillerfilme und wir haben uns dazu entschieden, dass wir ein paar gute Filme nennen im Wechsel. Vielleicht machen wir ja dann, geben wir uns gegenseitig dadurch ein paar Empfehlungen. Und natürlich aber auch allen denen, die zuhören, ein paar Empfehlungen. Hoffentlich, natürlich. Und wir werden aber auch am Ende noch ein paar Serienkillerfilme nennen, die uns dann nicht so gefallen haben oder sogar enttäuscht haben. Da habe ich 2, die ich nennen kann. Also die sind mir jetzt so eingefallen. Wie ist es bei dir? Hast du mehrere Filme, die dir nicht gefallen haben aus dem Serienkillerbereich? Also ich habe tatsächlich ich würde sagen, eine Unterkategorie von Serienkillerfilmen, die mir nicht gefallen. Okay. Da fallen einige rein und da würde ich dann auch noch später drauf zurückkommen, warum mir das nicht gefällt. Ich bin gespannt. Ja, dann würde ich sagen, dann fangen wir einfach an. Erzähl mir doch aber erstmal bitte, bevor wir jetzt Titel nennen, warum reizen dich denn Serienkillerfilme? Weil wenn man streng genommen, ist das ja eine ganz schlimme Sache. Also es ist halt sowieso, jeder Horrorfilm, jeder Actionfilm, also alles, was da passiert, sind ja alles schlimme Sachen. Trotzdem gucken wir es uns an. Wenn es im wirklichen Leben passiert, dann sind wir entsetzt und sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein, das ist ja furchtbar, ist ja schlimm, was da passiert. Aber als Film schauen wir es uns an. Und ich habe mal mit jemandem darüber ein sehr interessantes Gespräch geführt darüber. Und da sagte sie zu mir, weil sie sowas überhaupt nicht guckt, warum soll man sich eigentlich solche schlimmen Sachen angucken? Als Unterhaltung, wenn man doch eigentlich froh sein kann, dass in dem Fall ein Serienkiller nicht gerade unterwegs ist.
Und es gab ja auch schon Serienkiller, genug, die unterwegs waren. Ich meine, so Ted Bundy fällt mir jetzt natürlich als erstes sofort ein. Und Gott, wie viele Serienkiller gab es wirklich? Fängt ja schon bei Jack the Ripper an, ne? Damals 1888. Und das fand man aber immer schlimm. Warum in deiner Meinung nach ist das aber als Film interessant zu gucken? Also ich denke, es gibt viele unterschiedliche Gründe. Einerseits werden Serienkiller ja oft ein bisschen, also in einigen Filmen etwas wie glorifiziert. Also wie, es gibt ja diese Serienkillerfilme, da ist man bewusst drauf aus, den Zuschauer mehr für auf der Seite des Serienkillers zu sehen. So eine Art Anti-Held, der ja eigentlich Gutes tut zum Beispiel. Mhm. Ich glaube, das interessiert einfach viele Leute, nicht einen glatt gebügelten Helden zu sehen. Also einerseits, an manchen Filmen gibt's das. Ich habe es mal gelesen, was ich ganz interessant fand, allgemein über Horrorfilme und Serienkillerfilme, ist, dass Menschen, die von Natur aus ängstlicher sind, gerne Horrorfilme und Serienkillerfilme schauen, weil sie das Gefühl kennen. Also Aha. weil sie sich wohlfühlen, praktisch gewisse Angst zu haben. Okay. Was ich auch faszinierend finde an Serienkillerfilmen ist, meistens ist ja die Polizei oder spielt die Polizei eine tragende Rolle in den Filmen. Ja. Viele Leute interessiert auch diese scheinbare Ermittlerarbeit. Wie wahr die ist oder wie faktbasiert ist ja immer dahingestellt. Es ist ja oft so pseudowissenschaftlich. Aber allgemein schauen ja viele Leute unheimlich gerne so Krimiserien. Kriminalfilme. Und da fallen natürlich so Serienkillerfilme auch drunter. Und manche Serienkillerfilme oder manche Serienkiller haben ja schon so einen gewissen Kultstatus entwickelt. Dass man so eine gewisse Freude daran hat, das zu sehen, jetzt als Horrorfilm, weil man einfach den Charakter cool findet. Das kann man ja mit allen möglichen fiktiven Charakteren haben. Und ich glaube, es ist trotzdem noch eine individuelle Sache. Aber das wären jetzt so die Gründe, die mir spontan einfallen würden. Ja, also ich glaube, dass in Wirklichkeit die Polizeiarbeit, was Serienkiller angeht, lange nicht so spektakulär ist, wie sie in Filmen dargestellt wird. Also natürlich hat die Polizei in der Wirklichkeit richtig, richtig Stress und Druck ohne Ende natürlich aus der Bevölkerung, das ist ganz klar. Aber letzten Endes gehen die nur der normalen Polizeiarbeit nach. Das heißt also Überwachungskameras, Fingerabdrücke, Spurensuche und so weiter und so fort. Ne? Die Serienkillerfilme, wie wir sie kennen, sind ja aber eigentlich eher so gestrickt, dass ja der Täter immer Spuren legt. Ne? Also dann wird dann hier irgendwie eine Spur gelegt, da wird ein Rätsel, das müssen sie dann klären, dann ist da zum Beispiel ein Schlüssel wird gefunden und der gehört dann zu dem Schließfach, vielleicht wissen schon einige, was ich da jetzt meine, und das ist immer so, es ist immer so eine Rätselarbeit, die den Polizisten aufgegeben wird, was halt die Serienkiller extra legen. Und ich glaube, dass das der Grund ist, warum man solche Filme gerne schaut, dieses, Spiel, das die Killer mit der Polizei spielt und sie dahin führt. Und wenn das nicht wäre, glaube ich, dann wäre so ein Film weniger interessant. Ja, das ist gut möglich. Es ist ja oft dieser hyperintelligente Serienkiller, der Richtig. Dann sich mit der Polizei spielt, ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel betreibt. Das ist oft in Serienkillern-Filmen so, ja. Ja, nicht in allen. Es gibt natürlich auch einige, wo das nicht so ist, wo es nur die reine Polizeiarbeit gibt. Aber es ist schon so, dass das häufig der Fall ist. Und ich kann sowohl bei dem einen als auch jetzt dem anderen Titel nennen gleich. Sag du doch gerne mal jetzt den ersten Titel, wenn du an Serienkillerfilme denkst, welcher gefällt dir richtig gut? Also, hau ihn uns um die Ohren. Ich hau ihn um die Ohren. Also, der erste Serienkillerfilm, der mir einfällt, ist Spree. Ich weiß nicht, ob dir der was sagt. Das sagt mir gar nichts. Das ist schon jetzt direkt ein Titel, den ich gar nicht kenne. Das ist gut. Dann bin ich ja gleich mal mit etwas Überraschendem um die Ecke gekommen. Das ist ein bisschen anderer Serienkillerfilm. Der beschäftigt sich mit einem Fahrer so Taxifahrer praktisch, aber mehr so Uber, eben dieses Privat-Taxi, ja. Der sich dabei filmt. Also bei den Taxifahrten und der immer versucht, irgendwie auf Social Media seinen großen Durchbruch zu erreichen.
Es klappt aber irgendwie nicht. Und er kennt ein Kind in der Nachbarschaft, das ist so ein Social Media Star, bei dem hat er früher ja, den Babysitter gegeben und der ist jetzt berühmt und er nicht. Und er versucht immer irgendwie irgendwas zu finden, wo er viral gehen kann. Mhm. Dann kommt ihm die Idee, dass er ja seine Fahrgäste umbringen könnte auf der Kamera. Okay. Und er fängt an, seinen Fahrgästen immer eine Wasserflasche anzubieten und der Gift reingetan hat. Und die sterben dann während der Autofahrt. Und krass. Er hofft sich dann eben dadurch irgendwie viral zu gehen, weil die Leute halt vielleicht denken, oh, das ist bestimmt fake oder vielleicht ist das so was für einen neuen Film oder irgendwas, so eine Promo-Aktion. Und er versucht damit Erfolg zu haben, aber irgendwie gelingt es ihm nicht, weil der Einzige, der seine Videos schaut, ist dieser Kinder-Influencer und der sagt dauernd, das ist doch eh fake. Ja. Ja, und dann fährt er eines Abends mit einer bekannten Comedy-Darstellerin rum, die jetzt zu einer Show fährt und fängt dann an, bei der eben so darum zu bitten, ja, sie könnte ihn doch mal in einem Video erwähnen und ähnliches. Und da sagt sie aber, nee, das macht sie nicht. Und dann bricht eben ja wie ein Kampf zwischen den beiden aus. Sie macht zwar noch ihre Show, aber er geht ihr nach, er gibt ihr das vergiftete Wasser, sie stirbt nicht. Also versuch nicht zu viel zu spoilern, okay, ja? Okay, gut, dann sage ich nicht das Ende. Auf jeden Fall ist es ein sehr spannender Film, weil praktisch jemand zum Serienkiller wird und versucht, Aufmerksamkeit um jeden Preis und Social Media Fame zu generieren. Das ist, klingt sehr interessant. Jetzt musst du noch mal den Titel bitte nennen, den habe ich nicht richtig verstanden. Spree? Ja, der Film heißt Spree, ja. Also S-P? Ja, R-E-E. Okay, wenn ich das eingebe, dann bekomme ich die Spree in Berlin gezeigt, den Fluss. Da muss man dazu eingeben, Film, dann kommt der Film. Ja, das ist mir heute bei der Recherche auch so gegangen. Okay, also der ist auch noch gar nicht so alt, von 2020 sehe ich. Den habe ich noch nie gesehen, noch nie gehört, ist mir absolut fremd, also das Titelbild auch. Krass, das, der ist ja, muss ja völlig an mir vorbeigegangen sein. Also den werde ich mir direkt notieren und dann werde ich dem auch mal einen Besuch abstatten. Also interessant, sehr interessanter Titel. Ist ein interessantes Konzept, weil das dann eigentlich schon in Serienkiller-Genre fällt, weil er ja wahllos praktisch Leute tötet, einfach ja, nur Fame zu erlangen. Aber gleichzeitig ist es so ein bisschen Kritik an Social Media und an diesem Versuch mit aller Kraft irgendwie ja, Fame zu werden. Fame zu haben, ja. Ja, genau. Ja. Das ist interessant. Aber das ist ja dann auch ein Serienkiller-Film, der jetzt aus der Sicht des Killers erzählt wird, ne? Und nicht aus der Sicht der Polizei, ne? Genau, ja. Aber die Polizei ist schon im Hintergrund und man merkt dann auch, dass sie ihn sehr wohl schon beobachtet hat. Okay, alles klar. Gut, dann nenne ich einen Film. Bin gespannt, ob du ihn kennst. Ich gehe jetzt direkt relativ weit in die Vergangenheit von 1995. Ich habe den schon immer mal erwähnt hier, aber besprochen ist er noch nicht. Und zwar Copykill. Ja, ist da, ich habe gerade ein Bild im Kopf. Ist da auf dem Poster jemand mit einer Sonnenbrille drauf? Ja, das stimmt. Das ist richtig. Genau. Ja. Und in der Brille siehst du dann eine Frau, glaube ich, die gerade irgendwie gewürgt wird oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Der ist mit Sigourney Weaver. Und ich habe damals, als ich den schon mal angesprochen hatte in irgendeinem anderen Special, habe ich immer von Helen Hunt gesprochen. Und das ist falsch gewesen, hat mich auch jemand darauf hingewiesen. Das ist Holly Hunter. Aber es ist aber auch sehr ähnlich, ne? Also, dass man da sich schon ein bisschen vertut, ne? Ich fand diesen Film damals, als ich den geschaut habe, richtig gut. Und der ist auch immer noch richtig gut. Der Film besticht durch einen unfassbar fantastischen Soundtrack von Christopher Young. Also dieses erste Stück, ne, das sogenannte Hauptthema, also Main Theme, wenn der Film anfängt, ist Gänsehaut pur. Muss ich wirklich sagen, ist absolut umwerfend. Das ist für mich eines der besten Soundtracks, also zumindest bei einem Anfang eines Films ever. Oh. Muss ich wirklich sagen. Der Film wirkt heute tatsächlich nicht mehr ganz so wie damals bei mir. Ich mag die Figur von Holly Hunter nicht. Sie ist mir zu cool und locker lässig in dem Film. Und manchmal sehe ich ihr auch an, dass sie spielt. Also das ist mir früher nicht aufgefallen. Also 5, 6, 97, da ist es mir nicht aufgefallen. Da war der Film für mich von Anfang bis Ende klasse. Wenn ich den heute schaue, passt mir Holly Hunter nicht mehr so in der Rolle der toughen Mordspolizistin. Aber
Trotzdem ist das ein absolut sehenswerter Film mit einem super Bösewicht von William McNamara gespielt, den man nie wieder gesehen hat, aber er ist hier in der Rolle wirklich klasse. Und das ist ein Film, den ich wärmstens empfehlen muss, schon wieder. Ich habe ihn schon so oft empfohlen. Also wer ihn bis jetzt noch nicht geguckt hat, sollte das unbedingt mal machen. Also du kennst ihn wahrscheinlich nicht, ne? Ich meine, ich habe ihn schon gesehen, aber es ist so lange her, dass ich mich nicht mehr gut daran erinnern kann. Ja, okay. Also dann würde ich sagen, kannst ja mal schauen, ob du ihn nochmal auffrischen magst. Ja. Copykill, sage ich immer wieder, absolut toll. Und Sigourney Weaver ist ja auch immer super. Um kurz vielleicht auf die Handlung einzugehen, sie ist eine bekannte Schriftstellerin, die über Serienkiller schreibt und auch auf Buchtouren geht. Und am Anfang des Films wird sie von einem Serienkiller dann halt während dieser Tour halt attackiert. Die ist halt ganz alleine in diesem Klo von dieser Halle. Und da hat dann halt aber schon der Killer auf sie gewartet. Und da, sie kann zwar entkommen, aber ist halt dadurch paranoid geworden. Also sie hat halt einfach schlichtweg Angst, also Angstzustände dadurch hat sie und kann nicht mehr raus. Sie kann ihre Wohnung nicht mehr verlassen. Und sie wird dann, wie das halt zum Beispiel auch in Schweigen der Lämmer ist, dann gefragt, ob sie helfen kann, um diesen anderen Killer zu finden, der jetzt unterwegs ist. Das ist ziemlich ähnlich von der Handlung. Aber natürlich erfährt der Killer, dass sie jetzt hilft und ist dann hinter ihr her. Mehr möchte ich mal jetzt nicht sagen. Also, man kann mit Sigourney Weaver nichts falsch machen, das wissen, glaube ich, die meisten. Und Copykill ist hier ein super klasse Streifen, den man unbedingt mal schauen muss. Das klingt auf jeden Fall gut und es klingt auch so, als hätte ich schon gesehen. Ja, vielleicht hast du ihn schon gesehen und kannst halt jetzt nur nicht direkt dran denken. Wenn du ihn noch nicht gesehen haben solltest, dann bitte nachholen. Ja. Und ich überprüfe das auch. Okay, gut. Ich schaue ihn auf jeden Fall nochmal an, auch wenn ich ihn schon gesehen habe. Ja, wenn du ihn jetzt nicht mehr so frisch im Kopf haben solltest. Ne? Also ich zwinge ihn dir jetzt nicht auf, natürlich. Alles gut. Okay. Dann habe ich als nächstes einen Film, der heißt Trap. Der ist jetzt relativ neu. Ich weiß nicht, ob er noch im Kino läuft. Ach, mit Josh Hartnett. Ganz frisch. Ja. Ach, ist ja interessant. Mega interessant. Damit hätte ich nicht gedacht, dass du jetzt mit einem so frischen Film noch um die Ecke kommst. Ja, ich dachte, der passt gut ins Genre. Ja, aber hallo. Ich fand ihn auch sehr interessant. Kurz zur Zusammenfassung. Josh Hartnett spielt ja den Serienkiller mit dem Namen Cooper, der aber ja noch unentdeckt ja, sein Werk da treibt. Aber die Schlinge um seinen Hals zieht sich zu, denn die Polizei ist ihm schon dicht auf der Spur. Und es ist so, er hat eine Familie, er beamt den netten Familienvater von nebenan, wie es ja oft so ist. Und er geht mit seiner Tochter auf ein Konzert. Und die Polizei bekommt aber gleichzeitig einen Tipp, dass sich dieser Mörder auf dem Konzert befindet. Man weiß jetzt nicht von wem, aber die Polizei nimmt es sehr ernst und versucht, ihn da zu finden. Und ihm ist das auch sehr schnell bewusst. Und natürlich versucht er sich da ein bisschen rauszubilden aus dem Ganzen. Er beobachtet die Leute, er klaut Mitarbeiter, Pässe und so weiter. Und es ist sehr interessant, weil man eben nie weiß, wann wird er geschnappt, beziehungsweise wird er überhaupt geschnappt und ob er sich rauswinden kann. Und ich finde gerade bei Josh Hartnett, ja, der ist sehr groß, ne? Es ist sehr, ja, beeindruckende Gestalt so. Aber ich finde, dadurch, dass er immer so nett lacht, ganz oft, wirkt er immer so zugänglich. Mhm. Und dadurch finde ich das in der Rolle sehr, sehr interessant. Weil er halt, ja, und ich bin der Familienvater, ich bin jetzt mit meiner Tochter hier auf so einem Teenie-Konzert. Und aber gleichzeitig versucht er dauernd im Hintergrund, seinen Hintern zu retten und sagt seiner Tochter immer, bleib da beim Konzert, ich gehe nur schnell was holen. Und gefühlt geht er dann immer was holen, weil er irgendwie versucht, die Polizei auszutricksen. Also es ist ein interessanter Film. Ja, ich habe den Film im Kino geguckt, vor noch gar nicht so allzu langer Zeit. Ja, lass das mal 4 Wochen her sein. Also ich sag mal so, er ist halt schon sehr einfach gestrickt. Ne? Er hat so seine Momente und ich gehe aber auch davon aus, dass der irgendwann in den Amazon Prime Streaming Plattformen untergehen wird. Der wird irgendwann wahrscheinlich immer bei Prime sein, weil ganz streng genommen, glaube ich, ist der
jetzt nicht so etwas Besonderes, dass der für immer so als absoluter Geheimtipp zählen wird, wenn man einen Serienkillerfilm gucken will. Der ist jetzt neu und jetzt war halt ziemlich natürlich aktuell, aber es gibt, ja, natürlich fällt mir jetzt keiner ein, aber es gibt ja schon den einen oder anderen Film, der riesig gehypt war, wo man heute sich sagt, oh Gott, wow, da war ich im Kino für, also der kommt, würde ich nicht ansatzweise auf die Idee kommen, dann noch sowas nochmal im Kino zu gucken, ne? Also er hat natürlich so zu Beginn, ist der in Ordnung und wir sehen ihn jetzt ja hier eigentlich auch niemanden killen, weil wir erwischen ihn ja hier mit seiner Tochter, während er jetzt unterwegs ist privat und jetzt nicht am Killen ist. Das ist ein Unterschied zu sonst, das fand ich auch interessant, aber der Film ist schon unfassbar konstruiert. Also dieses, dass er es hinbekommt, seine Tochter dann auf die Bühne zu kriegen, dass es hinbekommt, dann hinten mit Backstage zu sein weiterhin, dass er das dann hinbekommt, da rauszugehen und dann aber dann mit diesem Star, mit dieser Sängerin dann halt praktisch mit ihr abzischt. Ich will ja nicht spoilern, aber da habe ich mir schon ein paar Mal gedacht, alter Schwede, das sollen wir alles glauben? Das fand ich dann schon wirklich sehr konstruiert. Und da muss ich auch die ganzen anderen YouTuber jetzt, die das, die dann darüber gemeckert haben, dem muss ich zustimmen, weil das so die letzte halbe Stunde, 45 Minuten hat mir nicht mehr gefallen. Ich wusste auch nicht, dass der so lange noch außerhalb des Konzerts spielt. Ich dachte, der spielt nur in der Halle. Und dieses Reingehen voller Polizisten und einfach da durchzulaufen und zu meinen, dass die alle nicht wissen, wer er ist und auch nicht wissen, dass er da eigentlich nicht hingehört, das hätte auch daneben gehen können. Oh ja. Also, ne? Ja, also da war ich schon ein paar Mal wirklich sehr an so einem Punkt, wo ich dachte, oh, das ist alles so konstruiert, dass es mich schon ein bisschen geschüttelt hat irgendwie. Trotzdem, der Film hat auf jeden Fall Schwäche und auch Längen, aber ich fand ihn einfach ganz amüsant anzusehen. Ja, interessant, so anzugucken war er auch. Und ja. Das Ende hat mir halt, wie gesagt, nicht mehr so gefallen. Auch das mit seiner Frau, was dann da noch alles kam, wir wollen ja nicht spoilern, aber auch das hat mir nicht mehr gefallen, das ging alles nach hinten los. Eine Sache muss ich aber sagen, und das ist etwas, das ist schade, dass sie das nicht gemacht haben, als sie bei ihm zu Hause sind und wir jetzt seine Frau und seine Tochter kennenlernen, da war ich echt überzeugt davon, und das ist jetzt kein Spoiler, es war ja nur meine Idee jetzt, ja. Ich war davon überzeugt, dass seine Frau mit drin hängt. Ich auch. Weiß. Hast du auch gedacht? Ja, ich dachte, jetzt kommt gleich die Frau zu ihm und sagt so, wieso hast du die Polizei mitgebracht? Ich dachte auch wirklich, die Frau hängt mit drin. Das wäre super gewesen. Weißt du, als sie ja dann irgendwann sagt, ihr Mann ist ein Serienkiller. Und dann geht man davon aus, oh je, da steht er jetzt. Und dass stattdessen sie aber dann dasteht, weißt du? Und plötzlich ganz anders, nicht mehr diese schüchterne, zurückhaltende Frau, sondern auf einmal dieses fiese Gesicht plötzlich. Das wäre ein wirklich guter Twist gewesen, womit ich nicht, okay, ich habe damit gerechnet, ne, vorher, aber es war ja dann leider nicht so, aber das hätte mir besser gefallen, als so, wie es dann letzten Endes war. Das war mir alles, auch was sie ja dann später ihm noch erzählt, was sie ja gemacht hat, weil sie ja schon verdächtigt hat, ach Gott, das war dann schon sehr weit aus den Fingern gesogen und hat mir dann ehrlich gesagt nicht mehr so umgehauen. Und ich gehe davon aus, wie gesagt, der wird in den Streaming-Plattformen irgendwann verschwinden. Vielleicht, ja. Also ich habe ja noch kurz damit gerechnet, dass die Tochter auch mit drin hängt. Aber die war zu jung, oder? Ja, aber das hätte ich schon interessant gefunden, wenn die Tochter so, also jetzt nicht aktiv Menschen getötet hätte, aber so zum Beispiel den Köder gespielt hätte und einfach, also das hätte ich interessanter gefunden. Das stimmt, wäre gar nicht so doof gewesen, ja, hast recht. Hast recht, wäre auch nicht so blöd gewesen. Okay, gut, also Trap, ein sehr aktueller Streifen, den du da uns genannt hast. Ich nenne dir auch noch einen, und zwar, ich bin immer noch in den 90ern, ja, und nenne dir jetzt Der Knochenjäger. Den habe ich schon gesehen. Den hast du auch gesehen, okay. Also den werden wahrscheinlich auch die meisten hier kennen, Der Knochenjäger mit Denzel Washington, den habe ich damals im Kino geguckt und ich habe es geliebt früher. Ich hatte eine ganz tolle Zeit im Kino mit diesem Film. Das ist natürlich so ironisch, ne, wenn man sagt, man hatte eine tolle Zeit, obwohl eigentlich alles, was passiert, so schlimm ist, ja. Aber Angelina Jolie in meiner Meinung nach ihrer besten Rolle hier, sie ist hier echt super. Alles andere mit ihr kann ich ja gar nicht sehen, also ich kann das halt einfach alles nicht gucken mit ihr, sei es Tomb Raider, Salt. Und Mr. und Mrs. Smith ist auch eine Katastrophe.
Ja, und in The Eternals war sie auch nicht so gut, fand Ja, ich. also ich mag sie einfach nicht gucken, weil sie halt kein, sie hat immer nur dieses coole Gesicht, weißt du, dieses keiner kann mir was antun. Ich finde das zum Kotzen. Und als ich einmal kurzzeitig nur einen kurzen Ausschnitt von Mr. und Mrs. Smith gesehen hatte, wirklich nur ganz kurz, nur vorbeigesäppt, da ist sie in dem Moment einfach von einem Balkon gesprungen, irgendwie, keine Ahnung, 10 Stockwerke weit oben. Und hat sich einfach nur an ein Seil gegriffen und das hat dann aber genau gepasst von der Länge, dass sie dann unten problemlos ankam. Gott, was war das Scheiße? Da habe ich auch direkt gesagt gehabt, ich kann schon nicht weitergucken. Also diese 8 Sekunden haben mir schon gereicht. Also das ist mir zu blöd. Viel zu doof. Naja, gut. Jedenfalls. Klassisch, es muss ja passen, dass sie da nicht irgendwie abstürzt und der Film Das ist ist vorbei. richtig. Genau. Ich meine, das macht ja Pierce Brosnan in einem James Bond-Film ja auch. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist die Welt ist nicht genug, glaube ich. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube aber ja, wo er ja auch am Anfang einfach rausspringt und dann passt das auch. Aber James Bond nehme ich das auch irgendwie ab, weil das ist halt schon immer mit diesen Gadgets und so nicht ernst zu nehmen. Mr. und Mrs. Smith natürlich auch nicht ernst zu nehmen. Aber das ist halt Angelina Jolie und ich kann sie nicht leiden. So, hier ist das in Ordnung. Okay. Okay. Okay, jedenfalls, hier mag ich sie. Knochenjäger, ganz kurz auch zur Handlung. Sie ist, also Denzel Washington ist ein ganz bekannter Autor. Er hat Bücher geschrieben über Spurensuche und über Verbrechenaufklärung, ist aber gelähmt wegen eines schlimmen Unfalls und liegt halt jetzt einfach nur im Bett und wird gepflegt. Und jetzt ist ein Serienkiller unterwegs und sie gehen jetzt zu ihm. Lincoln Rhyme heißt er hier im Film und fragen nach seiner Hilfe. Und genauso wie Sigourney Weaver in Copykill ist es halt auch hier jetzt so, dass er derjenige ist, der gefragt wird, ob er dann helfen könnte. Und natürlich ist er dann extrem involviert in diesem Fall. Und er nutzt halt Angelina Jolie hier, Emilia heißt sie, um dann praktisch seine Augen zu sein. Sie geht zu den Tatorten und gibt ihm alles durch. Natürlich kann man hier auch echt sagen, dass das Quatsch ist, weil sie darf dann da rein als eigentlich Streifenpolizistin, während die normalen Spurensucher dann draußen bleiben müssen. Das ist an den Haaren herbeigezogen. Sie als Streifenpolizistin könnte Spuren kaputt machen. Aber sie stellen das dann so dar, oder das sagt dann halt auch Denzel Washington, dass die zwei linke Hände haben, die machen die Spuren kaputt. Und das ist natürlich Quatsch, ja. Aber trotzdem ist der Knochenjäger ein super Film, der auch sehr düster ist, auch vom Soundtrack her. Durchgehend spannend und ein super spannendes Ende auch. Wenn man den Film noch nicht gesehen hat, weiß man auch nicht, wer der Killer ist. Also ich war super überrascht damals. Große Empfehlung, der Knochenjäger mal zu gucken. Ich finde es auch immer interessant, wenn es aus der Perspektive von den Ermittlern ist und man weiß gar nicht, wer es war, aber man verdächtigt dann automatisch jeden. Richtig. Und du hast jetzt schon zwei Titel genannt, wo wir aus der Sicht des Täters sind. Hast du auch noch Sicht der Polizisten? Ich hätte einen Film, der ist aus der Sicht der Opfer, nicht aus der Sicht der Polizisten, aber man Okay. weiß auch nicht, wer der Täter ist. Da können wir aber dann streiten, ob er in dieses Genre reinfällt. Der Film heißt Bodies, Bodies, Bodies. Interessant, sagt mir auch gar nichts. Ich glaube 2022 oder so. Ja. Und er ist so aufgezogen wie eben ein, ja, dieser klassische Serienkiller-Slasher-Film ein bisschen. Ungefähr erstmal. Also es gibt ein paar Leute, die feiern zusammen eine Party. Männer, Frauen eben und ein paar bringen halt Freunde mit, also manche kennen sich nicht so gut, ne? Und dann plötzlich ist jemand tot. Und es sieht aus, als wäre getötet worden. Und die Leute denken sich, was ist hier los? Und dann stirbt noch jemand und stirbt noch jemand und sie denken, oh, es ist jetzt ein Serienkiller hier im Haus, der sie tötet. Jetzt will ich bloß das Ende nicht spoilern, aber es ist ein bisschen anders, als man denkt. Also es ist aufgebaut wie so ein klassischer Slasher-Serienkiller, der aus der Dunkelheit kommt, aber Ja. es ist ein anderes Ende. Okay. Und jetzt sagst du, das ist kein Serienkiller. Du, das kann ich dir nicht sagen, weil auch das ein Titel ist, den ich nicht kenne. Ich habe gerade mal geguckt und gesehen, den gibt es frei auf Netflix. Dreimal Bodies. Ich habe es mir direkt einmal auf meine Liste gepackt. Und du würdest meinen, dass es, aber also es ist halt schon so, dass einer nach dem anderen dann hier jetzt gekillt wird und man weiß nicht, wer es ist. Genau. Sehe ich das richtig?
Genau. Also man vermutet, dass eben der Killer hier auf der Party ist und alle nacheinander tötet. Ja, interessant. Okay. Das ist interessant. Da bin ich gespannt drauf. Habe ich mir auf meine Liste gemacht. Sehe schon, wenn du ihn gesehen hast, dann schreibst du mir, das ist doch kein Serienkiller-Film. Möglich ist es. Aber weißt du, du hast jetzt schon, ich finde es aber gut, dass du so viele Titel nennst, die halt jetzt nicht jeder kennt. Wahrscheinlich habe ich jetzt hier mit meinen zwei Filmen schon Titel genannt, wo jeder jetzt sagt, oh, das ist so offensichtlich, ja, dass er den nennt. Haben wir schon tausendmal gehört und auch schon tausendmal gesehen, dass du jetzt hier Titel nennst, die halt nicht ganz so bekannt sind, finde ich gut. Weil damit empfiehlst du uns ja halt auch Dinge, die an uns vorbeigegangen sind bis jetzt, ne? Wahrscheinlich. Ja, das stimmt. Ich probiere es zumindest. Dann bis jetzt machst du das gut. Genau, also es ist aufgebaut, wie gesagt, wie so ein klassischer, man weiß nicht, wer der Killer ist, Film. Alle haben Angst, verdächtigen sich gegenseitig, wissen aber auch nicht viel voneinander. Viele verhalten sich seltsam und ja. In Ordnung, ist notiert. Dann nenne ich dir auch noch einen. Ich habe, oder euch besser gesagt, ich habe hier noch einen Film und ich bin immer noch in den 90ern, weil die 90er, die haben halt einfach die guten, genialen Thriller rausgehauen. Stimmt, und ja. Da ist es jetzt einer aus dem Jahre 1997 und zwar mit Morgan Freeman. Und den finde ich super klasse. Der ist echt extrem unangenehm und zwar Denn zum Küssen sind sie da. Den Titel kenne ich, den Film habe ich auch schon mal gesehen, aber es ist auch schon länger her. Schon länger her. Ich wollte dir ja eigentlich ganz gerne auch mal einen Titel nennen, den du nicht kennst. Ja. Ist schwierig mit dir. Schwierig, ja. Okay, Denn zum Küssen sind sie da, ist mit Ashley Judd noch. Das ist ein sehr guter, düsterer Thriller. Kurz zur Handlung, Morgan Freeman ist hier natürlich der Cop, der Ermittler, wie soll es auch anders sein. Und Ashley Judd ist eine junge Frau, die entführt wird. Und diese Entführungsszene ist unfassbar unangenehm dargestellt. Also man muss sich das so vorstellen, dass sie im Bett liegt und er hat auch die Schlafzimmertür zu, wo ich immer schon sage, das kannst du doch nicht machen. Du kannst auch nicht nachts schlafen und die Tür vom Schlafzimmer zumachen, wenn du alleine bist. Du kriegst auch nicht mit, was in der Bude abgeht. Echt? Sag nicht, du machst das. Aber ich muss sagen, wenn ich alleine im Haus bin, ich wohne ein bisschen abgelegen. Also ländlich. Und wenn ich allein zu Hause bin, dann sperre ich aber die Schlafzimmertür ab. Okay, das ist in Ordnung. Dann muss ich direkt sagen, das kann ich dann verstehen. Dann schließt du dich ein und bist ja dann auch sicher in diesem Raum. Also dann ist ja dann auch, naja, egal, natürlich nicht. Aber wenn dann, aber da musst du nicht unbedingt mitbekommen, was passiert. Ich glaube, alle wissen, wie ich das meine. Aber die Tür zuzumachen und nicht abzuschließen, das würde ich einfach nicht hinbekommen. Ich muss doch die Ohren haben in die Bude. Ja, klar, ich schlafe natürlich, aber ich kann nicht schlafen, wenn die Tür zu ist. Okay, also ich könnte nicht schlafen, wenn die Tür offen ist. Ich habe zu viele Horrorfilme als Kind gesehen, wo plötzlich ein Monster in der Tür steht. Okay, ich verstehe da natürlich deine Ansicht auch, ja. Ich bin mir sicher, dass jetzt einige hier zuhören, die jetzt sagen, okay, sie sind auf deiner Seite und andere auf meiner Seite. Für mich ist es halt einfach dieses Gefühl, wenn irgendwas passieren sollte, und das wollen wir natürlich hoffen, dass das nicht der Fall ist, aber man kriegt es ja dann mit, man hört es und man kann agieren, man kann sofort agieren. Wenn du aber die Tür zu hast und etwas passiert, dann kriegst du es vielleicht nicht mit, weil die Tür zu ist und dann kriegst du es dann erst mit, wenn es zu spät ist. So ja. Muss ich das, erkläre ich das jetzt. Und wenn du dich aber einschließt, ist das ja in Ordnung. Ne? Aber ich glaube, alle wissen, was ich meine. Ja, ich verstehe das. Ja, ich denke immer, ich schließe mich dann ein, weil wenn ich vielleicht irgendwo dann was höre, dann ist zumindest noch diese geschlossene Tür als Barriere dazwischen. Richtig, genau. Genau so ist es. Ja, und hier in dem Film ist es so, dass sie halt in diesem Haus ist und das ist wohl abgelegen und draußen regnet es und stürmt es und man sieht sie dann gefilmt, wie sie wach wird und hört ein Geräusch und das wird aber so gezeigt, dass es halt auch von draußen kommen konnte, weil draußen die Bäume und die Äste wehen in dem Wind und dann hört sie und denkt sich dann, naja gut, okay, das ist draußen und dann kommt wieder ein Geräusch und dann macht sie wieder, weißt du, war das jetzt draußen oder drin? Na ja, gut, das könnte aber auch draußen vielleicht die Äste gewesen sein. Und dann kommt wieder eins und das ist dann aber näher. Und das ist unfassbar unangenehm gemacht und gefilmt. Also das gruselt mich ganz extrem, dieser Moment, weil sie nicht weiß, ob da jetzt jemand im Haus ist oder nicht. Mehr möchte ich gar nicht verraten. Aber es ist halt so, dass sie später halt ein Entführungsopfer ist, kann sich allerdings auch befreien. Und sie ist jetzt zusammen mit Morgan Freeman hier dabei, den Täter zu finden.
Eine Sache in der deutschen Version ist leider ein Nachteil, und zwar die Synchro, weil wir hier anhand der Stimme einfach erkennen, wer der Täter ist. Weil wir hören den Täter nämlich sprechen mit seinen gefangenen Frauen, sehen ihn aber nicht. Natürlich handelt es sich hierbei um einen Täter, den wir ja aber so die ganze Zeit sehen, wie bei der Knochenjäger natürlich auch, logischerweise. Und wie gesagt, und an der Stimme ist es halt aber dann uns klar, dass der halt der Täter ist. Im englischen Original ist es allerdings so, dass wir das nicht wissen, weil der Täter nämlich mit den Frauen einen anderen Dialekt an den Tag legt. Er spricht also ein ganz Kauderwelsch-Englisch, ja, vielleicht so Texanisch oder irgendwie sowas. Und so normal im Film spricht er aber ganz normales amerikanisches Englisch, also ohne diesen Slang halt, ohne diesen Dialekt. Und das macht es halt schwer für uns zu erkennen. Und am Ende ist es so, dass er halt in diesen Dialekt fällt auf einmal und dann erkennt sie ihn. Und hier ist es halt so, im Deutschen erkennt sie ihn einfach so, wo man halt sich einfach sagen müsste, ist doch völlig offensichtlich, dass er das ist. Du erkennst doch die Stimme, ne? Ich habe halt überlegt, wie hätte man das sonst machen können? Vielleicht hätten sie halt einfach ihr Schweizerdeutsch sprechen lassen können. Ja. Oder tiefstes Bayerisch im amerikanischen Film. Das hätte jetzt vielleicht nicht ganz funktioniert, ne? Übrigens, Grüße gehen an die Schweiz raus jetzt. Ich habe neulich gesehen, dass ich mehr Hörer in der Schweiz habe als in Österreich. Vielen Dank dafür. Obwohl Schweiz so viel kleiner ist, muss ich mal kurz erwähnen. Jedenfalls weiß man leider recht schnell, wer der Täter ist. Aber es ist trotzdem ein super spannender Film mit einem coolen Finale. Also denn zum Küssen sind sie da unbedingt mal schauen. Ich muss gerade die ganze Zeit überlegen, was man hätte machen können. Aber ich glaube, jeder deutsche Dialekt hätte dann den Film unfreiwillig komisch gemacht. Das, absolut, absolut, ja. Es hätte es albern gemacht. Man hat das so gelassen, wie es ist. Ich glaube, der Sprecher, der Deutsche, der hat versucht, ein bisschen die Tonlage zu verändern. Also der hat dann, also wenn du ihn dann hörst, ist er sehr viel näher am Mikrofon. Ja, aber das ist im Englischen auch schon so. Also er spricht dann natürlich ganz normal, wenn du ihn siehst im Film. Aber er spricht dann irgendwie, was willst du von mir? Komm doch zu mir. Also er versucht dann halt so ein bisschen den Ton zu verändern und ist dann halt auch noch näher am Mikro. Das funktioniert aber nicht, du erkennst ihn trotzdem. Okay, also das war noch eine Empfehlung von mir. Und jetzt hau du noch mal eine raus. Okay, ich habe auch einen Film von 1995. Wow, jetzt bist du mal ein bisschen in die Vergangenheit gegangen, ja? Ja, ich bin auch mal ein bisschen zurückgereist. Und zwar den Film Sieben. Kenne ich nicht. Dich? Natürlich. Der war jetzt so offensichtlich, den habe ich gar nicht gedacht, den zu nennen. Und ich war gerade so, das kann ja nicht sein. Ja doch, doch. An Sieben habe ich überhaupt nicht gedacht, weil der so offensichtlich ist, als bester Serienkillerfilm ever, dass der mir überhaupt nicht auf meine Liste gekommen ist. Aber ja, Sieben ist natürlich klasse, ja. Als gutes Beispiel für Serienkillerfilm. Das stimmt. Also über Sieben braucht man, glaube ich, gar nicht viel sagen, weil ja. Das ist natürlich der absolut kultigste Serienkiller-Film ever. Und ich sage jetzt direkt auch noch dazu, im gleichen Atemzug, dann nenne ich dir jetzt den Film Resurrection mit Christopher Lambert. Der ist ja sehr auf Sieben gemacht. Also da hat man schon geguckt, dass die Sieben sich als Vorlage genommen haben. Aber auch das ist ein sehr guter Serienkiller-Film. Ich habe den früher besser gehalten, als Sieben, aber mittlerweile nicht mehr. Also mittlerweile ist mir klar, dass Sieben der bessere Film ist. Aber trotzdem ist Resurrection klasse. Kennst du den auch? Resurrection kenne ich auch, ja. Ja, du hast schon Filme geguckt. Mensch, 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 du. Ja, ich habe sehr Filme geguckt. Ja, muss man dir schon lassen. Dann hast du jetzt Sieben gesagt, ich habe Resurrection gesagt. Mehr braucht man dazu nicht sagen. Nenn mir gerne auch mal den nächsten wieder. Also der nächste. Es ist jetzt die Frage, ob es unter Serienkiller-Film fällt oder unter Slasher-Film. Manchmal sind ja die Grenzen fließend. Aber ich würde sagen, eher ein Serienkiller-Film, auch wenn die Polizei nicht dabei ist. Und zwar, den habt ihr auch schon mal besprochen, der hat dir nicht gefallen, das weiß ich noch. Okay, bin gespannt jetzt. Die Folge, die höre ich immer zum Einschlafen. Immer diese eine? Immer die gleiche. Wie kommt das denn? Ich weiß nicht, manche Folgen beruhigen mich und okay. Dann höre ich die immer zum Einschlafen und dann immer das Gleiche. Und zwar die Folge, wo ihr Wolf Creek besprochen habt.
Ist nicht dein Ernst? Wolf Creek? Also, gefällt dir die Folge denn nicht? Hörst du sie deswegen zum Einschlafen? Oder warum genau ist die... Ja, mir gefällt die Folge sehr gut. Also, ich finde das einfach... Bei mir ist es manchmal so, wenn ich was anhöre, was ich schon kenne, dann kann ich besser einschlafen. Und die Folge ist so schön aufbereitet und so schön erzählt. Und es wird... Ja, es ist... Ich weiß, was passiert, und dann höre ich die immer zum Einschlafen. Sehr schön, das freut mich aber. Ist auch mit Christian entstanden. Mit Christian habe ich ja schon einige sehr tolle Folgen gemacht. Also da kann man wirklich nicht meckern. Und da kommt jetzt auch demnächst wieder eine neue Folge mit ihm noch. Ist schon aufgenommen, also kann ich jetzt hier schon mal kurz Werbung machen für. Sehr gut. Ja, also ich würde sagen, es fällt schon unter Serienkiller, weil Big Taylor jetzt nicht dieser klassische Slasher-Killer ist, der mit einer Maske rumrennt und irgendwie Teenies terrorisiert. Hast recht. Der ja wirklich gezielt Jagd macht auf Touristen. Er ist ja wirklich dabei und er manipuliert die Autos, dass die Leute irgendwo stranden und sagt dann, ja, ich nehme euch mit und verschleppt sie dann auf seine Farm und dann geht's los. Hast du den zweiten Teil schon gesehen? Nein, erstaunlicherweise nicht, aber ich weiß, dass ich damals gesagt habe, den zweiten muss ich mir angucken. Hab das aber nie gemacht, auch die Serie kenne ich nicht. Also es gibt ja die Serie und es gibt den zweiten Teil und der zweite Teil zeigt uns auch mehr von seiner, ja von seiner, ich weiß nicht, wie man es nennen will, seinem Zuhause sozusagen, da wo er eben die Touristen gefangen hält und man sieht, dass er so einen Untergrundbunker gebaut hat und so ein Untergrundlabyrinth. Und da schon etliche Trophäen auch gesammelt hat von den Menschen. Ja. Man sieht auch, wie er gezielt auf die Suche geht und dass er aber auch abbricht, wenn er merkt, andere Leute kommen. Mhm. Das hat man ja im ersten gar nicht so gesehen. Da hat man ja nur gesehen, man wusste ja nicht genau, was er da macht. Klar, man hat gemerkt, er hat es schon öfter gemacht. Aber ich finde, im zweiten sieht man noch mal mehr, dass er wirklich mit Plan dahinter ist und dass er wirklich auch abbricht und zu einem späteren Zeitpunkt wiederkommt, wenn er merkt, ja, das ist gerade nicht so günstig. Mhm. Und ich finde den zweiten, muss ich sagen, sehr viel brutaler als den ersten. Okay. Ich kann auch zwar nicht genau sagen, warum, weil der erste ja auch schon sehr brutal war. Ja. Aber ich finde, das ist so ein klassischer Serienkiller, der so einen... ja, wie den Kult hervorgerufen hat. Also es wird sich noch die Serie geben, den zweiten Teil, dritter Teil soll ja noch kommen. Es sagt ja immer, es beruht auf wahren Ereignissen. Ja, ja, das ist ja nicht der Fall. Er ist einfach so realitätsfern. Er taucht immer irgendwo auf. Er ist übermächtig, er ist überschlau und man weiß immer, egal was die Leute tun werden, er wird ihnen immer hinterher kommen. Genau, genau. Das ist ja typisch in so Filmen. Die wissen ja immer ganz genau, was Sache ist und so. Ich glaube, wenn ich mich so drüber nachdenke, ich glaube, ich habe in den zweiten Teil mal reingeguckt, kurz nachdem ich glaube, ist das nicht am Anfang so, dass dann ihm zwei Polizisten anhalten und ja, die so, ja, ne, die sind dann so dreckig zu ihm und er ist eigentlich, macht er ja so einen auf ganz nett und dann heißt es doch so, er soll seine hässliche Visage jetzt hier wegschieben. Ja. Oder ne, ja, er sind ganz fies zu ihm und dann nimmt er ja Rache direkt danach. Ja, ich erinnere mich jetzt. Ich habe den Anfang geguckt, aber dann nicht weitergeschaut. Hatte mich irgendwie dann nicht gepackt oder interessiert, vielleicht habe ich auch keine Zeit, was auch immer. Jedenfalls ist es halt sehr interessant, dass du Wolf Creek nennst. Du hast absolut nicht unrecht. Es ist ein Serienkillerfilm, nur halt nicht so, wie ich sie jetzt genannt habe. Wir sind ja hier auch aus der Sicht des Täters, logischerweise. Und nicht aus der Sicht des der Polizei, die spielt ja hier gar keine Rolle und ist trotzdem ein sehr spannender Film. Also ich finde Wolf Creek sehr, sehr verstörend. Das ist ein verstörender Streifen. Ja, fand ich auch, vor allem der zweite Teil. Okay, wie gesagt, den kenne ich nicht. Also ich hätte gedacht, dass der erste eigentlich der bessere ist. Ja, also ich würde sagen, der erste ist auch sehr gut, weil man ja den Charakter noch nicht kennt. Beim zweiten Teil kann man ja dann, man sieht ihn und weiß, oh ja, hier kommt der Serienkiller. Aber der zweite hat auch einiges Überraschendes. Und bezieht mehr Leute mit ein, sagen wir mal. Oder ja, er versucht wieder so Touristen zu ermorden. Das gelingt ihm dann bei dem Mann nicht. Der Mann kann fliehen. Der geht dann zu so einem Farmhaus mitten im Nirgendwo. Und erst dachte ich, jetzt kommt's. Warte, wie soll ich es formulieren?
da haben zwei ältere Herrschaften gewohnt und ich dachte, jetzt kommt erst so, oh, das sind bestimmt seine Eltern oder so und jetzt kommt er da zu der Mörderfamilie. Mhm. So klassischer Serienkiller. Irgendwie, oh, die Familie und jetzt. Aber es war nicht so. Er ist einfach gekommen, hat gesagt, gib mir den Typ. Der Mann hat Nein gesagt und er hat einfach alle erschossen und ich war so, oh, damit hatte ich nicht gerechnet irgendwie. Mhm. Er sucht sich Touristen aus, ne? Aber anscheinend ist ihm das alles egal im zweiten Teil. Und ah ja, okay. Der begegnet auf seiner Jagd, der wird einfach getötet. Ja, krass. Vielleicht sollte ich mir den zweiten doch nochmal angucken. Ich weiß nicht, ob der ungekürzt im Stream zu bekommen ist. Das müsste ich erstmal überprüfen. Ja, aber Wolf Creek, hast du auf jeden Fall einen guten Titel genannt. Ich wäre nicht drauf gekommen und kann jetzt aber auch nochmal oder muss jetzt auch nochmal auf die Folge natürlich hinweisen mit Christian. Die ist wirklich sehr interessant. Sehr interessantes Gespräch. Und wenn du die schon immer zum Einschlafen hörst, ja. Dann muss sie ja top sein. Ich weiß nicht, ob sie das gut oder schlecht anhört gerade. Doch, sie ist top. Weil sie ist schön. Das freut mich. Ja. Okay, das geht runter wie Öl. Sehr gut. Okay. In Ordnung, komme ich zum nächsten Titel. Und zwar gibt es natürlich sehr, sehr viele Titel, die man nennen kann. Ich muss allerdings einen nennen, der ist sehr unbekannt. Und ich glaube, und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich da richtig liege, dass du den nicht kennst. Also wenn du den kennst, dann gebe ich auf. Dann kennst du, glaube ich, alle Filme. und zwar ist das ein Film, den ich auch im Kino geguckt habe damals. Ich hatte eine schlimme Zeit. Schlimme Zeit im Sinne von, weil das halt wirklich ein dreckiger Film ist. Also von der Art her, er ist wirklich ein düsterer Streifen. Und zwar mit Ben Kingsley und Aaron Eckhart. Suspect Zero. Also Suspect Zero habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Wie gesagt, hier ist Ben Kingsley, der Bösewicht, in Anführungsstrichen, ich möchte nicht zu viel spoilern, das ist ein wirklich sehr düsterer, kranker Streifen, der aber auch wirklich richtig fesselt. Also ich muss echt sagen, dass man den auf jeden Fall mal gucken sollte. Er ist von 2004 und hat einen super gruseligen, spannenden Anfang. Man fragt sich natürlich, wenn man das guckt, schon, wie kann das funktionieren? Weil irgendwie kann das nicht funktionieren. Also er kann ja nicht dort sein und plötzlich ist er dort. Ich will hier, wie gesagt, nicht zu viel spoilern. Aber es macht am Ende tatsächlich Sinn, wenn man drüber nachdenkt. Es macht Sinn. Der Film ist, wie gesagt, sehr ruhig erzählt und er ist auch sehr düster und dreckig. Also ihr wisst, was ich meine, wenn ihr den dann schaut. Ist sehr, sehr spannend. Ich glaube, er wird am Ende ein bisschen wirr und dann nicht mehr ganz so gut. Und es ist halt auch schwer zu übersetzen, weil sie reden halt immer hier vom Tatverdächtigen Null. Und das ist halt der Titel, ne? Suspect ist Tatverdächtiger, Zero ist halt Null. Und so heißt halt nun mal halt, das ist immer ein bisschen wirr in der deutschen Version, wenn sie vom Tatverdächtigen Null sprechen. Aber trotzdem ist der Film richtig gut und kann ich nur empfehlen. Ich habe ihn schon sehr viele Jahre nicht mehr gesehen, aber er ist mir jetzt hier bei der Recherche untergekommen. Ich habe ihn direkt auf meine Liste gemacht, weil ich dachte, den muss ich mal wieder gucken, weil ich den als sehr gut in Erinnerung habe. Er wird übrigens auch als Horror Mystery gewertet. Absolut richtig. Also er hat halt diese Mystery-Vibes, hat er tatsächlich. Ist nicht der klassische Serienkiller-Film, so wie ich jetzt die anderen besprochen habe, weil er ein bisschen in eine andere Richtung geht. Deswegen auf Mystery. Ben Kingsley ist klasse hier. Und du kackst dir in die Hose vor Ben Kingsley. Und das macht man eigentlich nicht, ne? Er ist jetzt nicht so eine Gestalt, vor der du jetzt eigentlich Angst hast. Aber hier im Film ist er unfassbar gruselig. Doch, ich finde, er spielt so oft Bösewichte. Also er kann schon sehr böse schauen. Er kann böse schauen, okay. Ja, er ist halt, ich finde, er wirkt immer sehr nett und er kann sehr nett wirken, aber er kann auch mit einem Mal sehr bedrohlich wirken, finde ich. Mhm, okay. Das ist noch ein Titel, den ich nennen möchte. Suspect Zero ist eine Empfehlung, die ich da noch mal raushauen will. So, jetzt darfst du noch mal. Ich finde es interessant, dass du jetzt bis jetzt immer so Serienkiller-Filme genannt hast, die ja so klassisch sind mit der Polizeiarbeit und ich immer ein bisschen andere genannt habe. Du bist ein bisschen raus, ja, aber das ist ja in Ordnung. Das sind ja so deine Empfehlungen halt, ne? Ja, es ist auch ein Serienkiller, aber es ist halt nicht dieser klassische Krimi, sagen wir mal. Also was ich als letzten Film noch vorschlagen würde, das ist jetzt aber eine Horrorkomödie, aber es ist auch ein Serienkiller. Das ist vielleicht als schönes Ende, wenn man mal einen Horrorabend machen will mit Leuten, die keine Horrorfilme mögen.
weil es ja auch immer so ist. Manchmal schwierig, wenn man Leute da hat und es ist eigentlich kein Horrorfilm, aber man möchte unbedingt. Man hat dann Halloween oder heute am Freitag, den 13. Genau. Also, der Film heißt Freaky. Freaky? Ja. Ist das der mit Körpertausch oder so? Ja, genau. Ach, verrückt. Ja, also das ist ja wie so Freaky Friday. Ja. Es geht um den ja, Serienkiller, der sein Unwesen treibt, der dann versucht, eine Highschool-Schülerin zu töten. Und in dem Moment passiert aber so ein bisschen was Mysteriöses. Es ist auch nicht so genau erklärt, warum und weshalb. Auf jeden Fall tauschen sie dann die Körper. Und das Highschool-Girl steckt praktisch in den Serienkiller, der sehr groß und bedrohlich ist, und der Serienkiller in diesem Highschool-Mädchen, was Ja. sehr viel Situationskomik sorgt, aber auch für viel Verwirrung. Natürlich bei den Freunden und den Menschen in der Schule. Das klingt jetzt alles sehr lustig, aber der Film hat auch sehr gute Kills und ist jetzt nicht so, ja, wir machen jetzt nur einen lustigen Film mit Körpertausch, sondern er Ja. ist auch gruselig und sehr brutal. Okay. Und ich finde es ein sehr interessanter Film. Ist mit Vince Vaughn, ne? Genau. Ja. Ich bin kein großer Fan von Vince Vaughn. Ich wüsste gar nicht, wo er mal mitgespielt hat, wo ich sage, boah, das war mega. Es gibt Filme mit ihm, wo er dabei ist, die ich gucke, gerne auch. Bei dem einen fällt mir gerade der Titel nicht ein jetzt. Aber sonst kenne ich mit ihm wirklich wenig. Also mit Vince Vaughn ist eigentlich sehr an mir vorbeigegangen immer. Ich habe den Titel zu Freaky schon gesehen und das ist, wenn du dir den Titel so anguckst, dann siehst du, dass Vince Vaughn da so ein bisschen dümmlich guckt, ne? Weil er ja wahrscheinlich so das Mädel jetzt so darstellen soll. Man würde im ersten Moment meinen, das ist halt echt eine Komödie. Ist es dann aber nicht der Fall? Also es ist schon auch als ernstzunehmenden Horrorfilm zu sehen oder ist es dann doch eher in die Richtung Comedy? Also es hat viele Comedy-Elemente, aber gerade die einzelnen Kills von Vince Vaughn beziehungsweise dann von der Schülerin, also sind schon sehr brutal und Okay. es ist jetzt nicht nur lustig und Comedy. Ich muss aber sagen, ich mag Vince Vaughn an sich auch nicht so gerne, weil es ja meistens in so ja typischen Comedy-Filmen unter Genau. die meistens nicht beim Humor entsprechen. Aber in der Rolle finde ich ihn ganz gut, weil er kann komischerweise, obwohl er immer so als lustiger Typ rüberkommt, sehr bedrohlich wirken, gerade in den Anfangsszenen. Ja. Aber dann auch sehr gut ein Highschool-Mädchen spielen, was einfach sehr interessant ist anzusehen. Und auch die junge Schauspielerin, die dann praktisch den Mörder spielt, ist es auch sehr gut. Also man merkt gleich praktisch, dass sie den Körper getauscht haben und es ist von beiden, finde ich, auch sehr gut gespielt. Okay. Ja, interessant, alles klar. Dann haben wir ein paar Titel genannt. Wir haben natürlich auch noch ein paar Serienkiller-Filme aufgeschrieben, die uns nicht so gut gefallen haben. Da kommen wir gleich zu. Ich wollte aber erstmal noch so ein paar Informationen bzw. ein paar Empfehlungen rausgeben von mir bezüglich Serienkiller-Filme, die ich jetzt auch noch mal kurz nennen wollte, die man mal sehen kann. Zum Beispiel gibt es Taking Lives mit Ethan Hawke und Angelina Jolie. Dieser Film hat mir damals gut gefallen. Ich habe den seit Jahren nicht mehr gesehen. Ich weiß nur noch, dass der ein bisschen wirr war, aber trotzdem war das ein Film, den man echt mal gucken konnte und der jetzt nicht so schlecht war. Den würde ich empfehlen. Dann gibt es noch einen anderen Film, der heißt Mindhunters. Ist jetzt nicht so ein Serienkiller-Film, wie wir sie jetzt genannt haben die ganze Zeit, oder ich zumindest. Das ist halt ein Killer in einer Gruppe und man weiß halt nicht, wer der Killer ist. Da sind sie auf so einer, ja, auf so einem, das sind halt wohl eigentlich alles Profiler und einer von ihnen verarscht sie alle. Und wir müssen halt praktisch gucken, wer ist der Bösewicht unter denen. Dem würde ich auch empfehlen. Untraceable mit Diane Lane ist auch ein Film, der mir damals gut gefallen hat, den ich im Kino geschaut habe. Auch ein Serienkiller-Film, den man mal gucken sollte. Ist uralt, ich glaube so von 2007 würde ich schätzen. Ein Titel, der völlig untergegangen ist mittlerweile, aber auch hier diese Polizeiarbeit zeigt, während ein Killer sein Unwesen treibt, der mir auch gut gefallen hat.
Mr. Brooks gibt es dann noch, ist mit Kevin Costner, eine ganz andere Art Serienkillerfilm. Hier sehen wir das aus Kevin Costners Sicht gefilmt und wir erkennen, dass er praktisch eine Stimme zu ihm spricht die ganze Zeit und ihn dazu bringt zu morden. Also er ist halt schlichtweg krank und stellt sich halt vor, dass da jemand ist, der sagt, hier, mach es doch, tu es doch. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Demi Moore spielt hier auch mit als Polizistin. Das ist ein ziemlich kranker Film. Also es gibt in diesem Film eine Szene, die hat mich lange echt mitgenommen. Das hat mich fertig gemacht. Also das habe ich halt auch heute noch manchmal vor Augen. Ich möchte eigentlich nicht spoilern, aber ja gut, ich lasse es mal sein, ich will jetzt nicht spoilern hier. Es ist auf jeden Fall eine Szene und ich glaube, wenn ihr den Film schauen solltet, wisst ihr auch, was ich meine. Also wie kaltherzig man da vorgegangen ist in dem Film, das ist schon bitter. Also da habe ich lange Zeit zu knabbern dran gehabt an dieser Szene und das kommt nicht so oft vor. Und wenn ihr wissen möchtet, was ich meine, dann schreibt mir gerne, dann kann ich euch das auch gerne sagen. Ja, dann, was gibt es noch? Schweigen der Lämmer habe ich natürlich schon erwähnt, braucht man nichts zu sagen, ist aber natürlich der absolute Serienkiller-Film auf einer Ebene mit 7 natürlich zu stellen, würde ich sagen, richtig gut. Und ein Bruce Willis-Film fällt mir auch ein, wenn es um Serienkiller-Filme geht, Tödliche Nähe, ist ein sehr alter Film, der ist also schon von 93, also alter Schwede, der ist ja schon über 30 Jahre alt. Ist aber auch ein Film, den man gucken kann. Also auch ein Film, nicht so ein typischer Actionkracher mit Bruce Willis, sondern hier ist er ein Polizist und ein Serienkiller läuft rum. Dann habe ich hier auch noch, der ist allerdings auch nicht ganz so typisch Serienkillerfilm, aber ich muss ihn trotzdem erwähnen. Und zwar ist das Hideaway, das Versteckspiel mit Jeff Goldblum und Alicia Silverstone, die ja damals unheimlich bekannt war. Hier ist es so, dass Jeff Goldblum einen Unfall hat und ist im Koma, ist also schon ein paar Minuten klinisch tot. Er wird aber ins Leben zurückgeholt und ist danach dann allerdings kopftechnisch mit einem Serienkiller verbunden. Und er sieht dann seine Taten. Und das ist sehr interessant. Ich habe den auch schon ewig nicht gesehen, den Film. Und der ist auch schon echt alt. Der ist von 95, also den hat er schon 2 Jahre nach Jurassic Park gedreht. Und ist aber wirklich ein ganz unangenehmer, gruseliger Streifen, den ich wirklich auch empfehlen kann. Ich wollte ihn schon immer mal wieder gucken, aber hab's bis heute nicht geschafft. Habe ihn mir aber jetzt auch mal wieder auf die Liste gemacht. Vielleicht kann ich ihn ja irgendwann mal gucken bis zur Rente. Mal gucken, vielleicht schaffe ich's. Aber das ist halt auch ein Film, den man halt mal empfehlen kann. Und dann möchte ich noch einen empfehlen, und zwar mit Al Pacino. Sea of Love heißt der, ist von 1989, also ein uralter Streifen, den habe ich damals im Fernsehen gesehen und da ist auch ein Serienkiller unterwegs und er ist natürlich der Bulle, der versucht, den Ding festzumachen, gleichzeitig verliebt er sich aber auch in eine Frau und irgendwie, wenn ich mich nicht irre, meint man, dass sie sogar die Täterin sein könnte, aber er ist natürlich verliebt und will es nicht wissen oder wahrhaben, kann ich auch empfehlen. Also jetzt habe ich hier ein paar Titel rausgehauen, also was Serienkillerfilme angeht, gibt es ja viele tolle Streifen und es gibt mit Sicherheit noch einige, die mir jetzt entfallen sind, aber ich will das jetzt natürlich nicht zu lang machen. Bist du eigentlich noch da? Natürlich bin ich noch da, ich wollte dich bloß unterbrechen, aber ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Sehr schön. Also kennst du nicht alle, ich habe jetzt nicht nur Titel genannt, die du kanntest, ja? Nein, ich kannte nicht alle und ich habe auch ein paar Fragen zu dem Mindhunter. Hat das was mit der Netflix-Serie zu tun? Nein, oder? Nein, absolut nicht. Aber die Serie heißt Mindhunter und der Film heißt Mindhunters. Also Mehrzahl, ne? Alles klar. Gut, dann ist mir noch ein Film eingefallen, als du das erwähnt hast, dass jemand ja Stimmen hört oder Dinge sieht und dann Menschen umbringt, also Serienkiller natürlich. Es gibt einen Film, der heißt The Voices. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nein. Der ist von 2014, wenn ich mich nicht irre. Und in der Hauptrolle ist Ryan Reynolds. Ja. Klingt jetzt erstmal komisch, weil Ryan Reynolds jetzt nicht jemand ist, der eigentlich Horrorfilme dreht. Den Film gab es mal umsonst auf Amazon Prime und ich habe ihn angeschaut und den fand ich schon auch sehr verstörend. Also es ist auch ein Serienkiller-Film. Es ist ein Serienkiller, der an Schizophrenie leidet und immer dann mit seinen toten Opfern spricht. Also er bewahrt die Köpfe im Kühlschrank auf. Ah, super. Wenn er den Kühlschrank aufmacht, siehst du eben die Menschen mit ihm sprechen.
man sieht ihn immer mehr den Verstand verlieren und auch immer schlimmere Dinge tun. Und man weiß gar nicht am Ende, was eigentlich real ist und was sich in seinem Kopf abspielt. Okay, Es ist okay. ein sehr interessanter Film, also ich fand damals im Trailer, und so wurde er so als Komödie ein bisschen angepriesen, weil er eben auch mit seiner Katze spricht und so. Aber lustig war der nicht. Ah ja. Also ich fand ihn schon, dass es ein Horrorfilm war. Also ich fand ihn jetzt nicht lustig, wie er da im Trailer aussah. Das heißt, im Trailer haben sie ein bisschen falsch vermarktet dann, ja? Genau, weil sie halt dachten, oh, Ryan Reynolds Komödie hier. Ja. Dann anschaut, denkt man sich, oh. Okay, interessant, ja. Ja, okay, das wusste, kannte ich auch noch nicht. Ich hatte gerade, als du Ryan Reynolds sagtest, einen anderen Film jetzt vor Augen, aber ich habe tatsächlich an den falschen Ryan gedacht, denn es gibt noch einen anderen Film mit Ryan Gosling und mit Sandra Bullock. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Serienkiller-Film, aber wir sind gerade in dieser Sparte drin. Ich muss ihn trotzdem mal empfehlen, und zwar gibt es dann noch diesen Streifen Mord nach Plan, der auch schon wirklich sehr alt ist, von 2002. Und da ist es so, dass zwei Teenager Langeweile haben und wollen halt einfach einen Mord begehen und möchten ganz gerne die Spuren so legen, dass jemand anders der Tatverdächtige ist, aber sie wollen ja trotzdem dran teilhaben, legen also weitere Spuren so, dass die Polizei aber auch auf sie kommt kurzzeitig, aber sie dann praktisch nur als Zeugen vernimmt. Und das ist von denen genau geplant worden, also dieses Spiel, was sie spielen, aber Sandra Bullock hier ist natürlich klüger als sie und kommt ihnen dann doch auf die Schliche und muss halt sagen, das ist ein derber Streifen, gerade wenn man hier bedenkt, dass sie hier einfach aus reiner Langeweile jemanden umbringen, das ist schon hart, aber der Streifen ist trotzdem sehenswert. Also Mord nach Plan würde ich auch mal empfehlen mit Ryan Gosling, wo er hier natürlich noch lange nicht so bekannt war wie jetzt, ne? Und ich muss auch noch sagen, es gibt auch mit Morgan Freeman, da spielt er auch den gleichen Polizisten wie in Denn zum Küssen sind sie da, im Netz der Spinne. Auch nicht jetzt wirklich ein Serienkiller-Film, aber ebenfalls ein super toller Thriller, wo es halt um einen Killer geht, dem sie folgen oder versuchen, auf die Schliche zu kommen. Streng genommen geht es hier um eine Entführung, aber es ist ja eigentlich ja dann aufgrund der Polizeiarbeit das Gleiche. Also was so 90er-Jahre-Thriller angeht oder die frühen 2000er, da kann man so viele tolle Titel nennen hier. Also ich könnte eigentlich noch ewig weiterreden, glaube ich. Ja, also am letzten Spiele kenne ich auch, den habe ich auch gesehen. Den hast du auch gesehen. Okay, sehr Den habe gut. ich auch gesehen, genau. Und dann wollte ich nur noch sagen zu dem Schweigen der Lämmer oder allgemein zu der Hannibal-Dynamik, da komme ich natürlich nicht drum rum, die Serie nochmal zu empfehlen. Ja, du meinst die Hannibal-Serie mit Mads Mikkelsen. Serie, genau. Den hattest du getroffen, ne? Den Mads? Ja, genau. Ja, ich erinnere mich. Du hattest mir ein Bild geschickt danach, als wir drüber sprachen. Also es ist eine sehr, sehr gute Serie. Es ist auch aus der Sicht der Polizei. Also es ist viel Polizeiarbeit dabei. Das Interessante natürlich ist ja, dass sich Hannibal in die Polizeiarbeit einmischt und dann eben auch als Berater fungiert und dann versucht, seine eigenen Mordfälle aufzuklären. Ja, ist verrückt, ja. Gleichzeitig aber versucht alles noch so hinzudrehen und zu manipulieren. Also es ist eine sehr, sehr gute Serie, die ich sehr empfehlen kann. Okay. Ja, hast du ja damals schon gesagt, ja? Hallo. In Ordnung. Okay, gut, dann haben wir jetzt einige Titel genannt. Jetzt würde ich sagen, kommen wir mal zu Serienkillerfilmen, die uns enttäuscht haben. Ich habe da jetzt nicht so viele stehen. Ich habe drei an der Zahl, die mir eingefallen sind, die ich ein bisschen, ja, die ich nicht ganz so klasse fand. Du hattest nur einen, hast du jetzt gesagt, oder? Ja, ich hatte so ein unterer Kategorie, da kann ich auch gerne mal einsteigen. Ja, dann fangen wir an. War, ich mag keine Serienkillerfilme, die reale Serienmörder porträtieren oder deren Geschichte erzählen. Ich finde, es ist okay, wenn man, sagen wir mal, wenn es jetzt Jack the Ripper ist oder so. Aber ich finde es immer ein bisschen pietätlos, wenn wirklich noch Angehörige der Opfer leben. Und dann wird da ein Film draus und die müssen das dann täglich sehen als Netflix-Werbung oder so. Also da finde ich ein bisschen, da könnte man auch noch warten oder eine Dokumentation drehen, aber nicht nur einen Spielfilm. Zum Beispiel dieser Ted Bundy-Film, ich glaube, der kam. Irgendwas mit Wicked, ne? Ja, yeah, he is extremely wicked, shockingly evil and vile.
Ja. Von 2019. Ja. Wie heißt der Schauspieler noch? Zac Efron. Ja, richtig, genau. Der wurde mir empfohlen mal. Ich habe den aber noch nicht gesehen. Ja, also ich finde halt, Zac Efron erstmal als Ted Bundy zu casten. Natürlich, Ted Bundy wurde ja auch immer beschrieben als sehr charmant und gut aussehend. Aber dann halt Genau. Zac Efron, den größten Teenie-Schwarm in den 2010er Jahren gefühlt, als Ted Bundy zu casten, ruft in mir eher immer so ein ungutes Gefühl hervor. Genauso mit diesem Jeffrey Dahmer-Serie jetzt auf Netflix, wo dann die Leute sich an Halloween als Jeffrey Dahmer auf einmal verkleidet haben und so. Ich mag das nicht, wenn man so Fiktion und Realität vermischt. Ja, es ist ja auch streng genommen etwas, das ja auch pietätlos ist, ne? Du Ja. hast da absolut recht mit. Wenn man sich als Jeffrey Dahmer verkleidet zu Halloween, wenn man Halloween, also als Michael Myers oder als Jason, das ist ja was anderes, das ist ja eine Filmfigur, ne? Aber als jemand wirklich echten, das finde ich auch nicht sonderlich. Ich meine, wir haben ja keine Figur, die wir ja irgendwie. Die wir ja nicht irgendwie verehren oder toll finden sollen. Das ist ja eigentlich eine Figur, die wir ja verabscheuen müssen. Und das dann als Halloween-Kostüm anziehen, geht halt auch recht zu weit. Ne? Das finde ich halt auch nicht in Ordnung. Ja, genau. Gibt es noch einen weiteren Film diesbezüglich? Ja, also es gibt noch weitere Filme diesbezüglich. Es gibt zum Beispiel den Film, der heißt Death. Das ist eine Filmreihe. Und er behandelt die Morde von Dennis Nielsen. Das ist ein britischer Serienmörder. Ja. Arbeitet auf. Und das ist halt auch, ich finde, das sollte man einfach nicht machen. Wenn, dann sollte man eine Dokumentation machen. Meinetwegen oder ein Buch schreiben, aber nicht dieses, man castet jetzt Schauspieler und macht einen Spielfilm draus. Ja. Ja, gut, okay, das verstehe ich schon, ja. Natürlich ist es auf der einen Seite interessant, mal zu sehen, weil viele Leute sind auch interessiert an solchen Fällen, einfach mal um rein zu gucken, was ist damals passiert. Deswegen finde ich zum Beispiel auch die Dahmer-Serie von Netflix jetzt nicht verwerflich, ne? Das war schon sehr gut, das mal so alles zu zeigen, wie auch die Polizei damals versagt hat, natürlich, ne? Aber ich kann das aber auch verstehen, dass zu einem gewissen Zeitpunkt, also so ganz so schnell das zu machen, ist nicht in Ordnung. Und gerade wenn es halt auch noch Überlebende gibt oder auch noch Angehörige, dann ist das natürlich schon ja, pietätlos, ne? Da haben wir es wieder, das Wort. Ich verstehe auch, dass man das interessant findet. Aber ich bin mir auch, also ich frage mich auch immer gerade bei so Verfilmungen, oft wird ja ein bisschen gedreht an der Realität, um den Film dann spannender zu machen. Und dann ist es halt so, wenn man echte Sachen verfilmt, dann aber Fakten falsch erzählt, weil man einen Film halt draus machen will, Das stimmt. dann sind halt nur so Missinformationen irgendwie im Umlauf und das finde ich halt auch immer fraglich. Das ist richtig, das stimmt, da hast du absolut recht. Ja, auf der einen Seite die echte Person nehmen und die echte Opfer, aber auf der anderen Seite dann die Story ein bisschen verändern, damit das mehr nach Film aussieht, ne? Also ich habe noch drei Serienkiller-Filme, die ich nicht gut fand, die mir, also was heißt nicht gut, aber die haben mich halt enttäuscht und nicht so gepackt, wie ich dachte. Und zwar ist das auf jeden Fall erstmal Schneemann, heißt der einfach nur. Der wurde extrem zerrissen und ich dachte mir, dass der richtig gut sein muss. Der ist mit Michael Fassbender, richtig. Und das ist ein Film, der ist völlig daneben gegangen. Also ich weiß nicht, was da passiert ist. Der wurde als richtig spannender Serienkillerfilm beworben und auch so im Trailer gezeigt. Und dann hörte ich so viel Schlechtes und dachte mir, was ist denn los mit euch? Und dann habe ich den geguckt und der wollte überhaupt nicht greifen. Also da ist irgendwas schiefgegangen in der Produktion. Der ist halt einfach ganz komisch erzählt, ganz komisch und langsam geschnitten. Der hatte ganz komische Szenensprünge, wenn ich mich nicht irre, wo ich dachte, was ist das jetzt? Also der ging leider gar nicht. Schneemann war eine Enttäuschung. Und ich weiß auch, Ja. dass eine Bekannte den Film gucken wollte. Und ich habe ihr gesagt, dass der mich richtig, richtig enttäuscht hat. Und die sagte so, ja, was geht mit dir? Das muss doch ein super Film sein. Und dann hat sie mir später geschrieben und gemeint, sie weiß genau, was ich meine. Das hätte sie nicht gedacht, dass der so komisch erzählt ist und dadurch natürlich auch so unspannend ist. Also ich habe gerade vernommen, dir geht's genauso, ja? Ja, ich hatte das Gefühl, dass sie da so einen skandinavischen Thriller nachmachen wollten. Ja. Weil die ja auch sehr beliebt oft sind, aber das irgendwie komplett daneben gegangen ist. Würde ich genauso unterschreiben. Genauso ist es.
Dann habe ich jetzt neulich einen Film geguckt, den wollte ich im Kino sehen letztes Jahr und bin froh, dass ich ihn nicht im Kino geguckt habe, weil ich den geschaut habe und dachte mir, alter Schwede, der ist jetzt schon ziemlich langweilig. Und zwar ist es Catch the Killer. Hier haben wir ja eine ganz böse Sache. Wir haben ja einen Sniper, der ja einfach nur wahllos auf Leute schießt. Das ist etwas, wo ich sagen muss, das ist für amerikanische Verhältnisse, sowas zu drehen als Unterhaltung, schon ziemlich bitter, wenn wir ja wissen, dass es sowas schon gab. Ne? Also Sniper, die ja wahllos auf Menschen geschossen haben und auch diese ganzen Massenschießereien an den Schulen und wenn wir an Las Vegas denken und alter Schwede, das ist doch furchtbar, was da in den USA mit ihren Waffen abgeht. Und dann zu sagen, hey, lass uns doch einen Film über einen Sniper drehen, der einfach wahllos auf Menschen schießt. Das ist doch super unterhaltsam. Also ich weiß nicht, da fehlen mir die Worte. Also das, wenn sowas gedreht wird von einem anderen Land, ja, wo die Waffengewalt nicht haben wie dort, dann okay. Aber in USA selber sowas drehen, ist einfach total daneben. Naja, aber es ist halt ein, in meinen Augen, kein guter Film geworden, der ist lahmarschig erzählt worden, der ist auch mit einem lahmarschigen, gut, natürlich schon teilweise spannend war schon, aber das Ende war halt auch sehr mau und mir hat auch schlichtweg die Hauptdarstellerin nicht gefallen. Die hatte so ein Allerweltsgesicht. Ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt negativ ist, aber die hat halt für mich einfach schlichtweg nicht wie die Hauptfigur eines Films gewirkt. Also die passte einfach nicht. Das ist genau wie die Hauptdarstellerin aus Alien Covenant. Das könnte auch eher eine Kollegin bei mir auf der Arbeit sein. Also Allerweltsgesicht, wo man nicht so sagt, ja, das ist richtig, das ist ein Star. Das ist die Hauptdarstellerin eines Films. Klingt das jetzt gemein? Aber so ungefähr. Klingt schon logisch, weil man hat ja immer, sagen wir mal, markantere Gesichter bleiben ja eher im Kopf. Genau. Oder klassische Hollywood-Gesichter, sagen wir mal. Und wenn dann jemand so rausfällt, dann merkt man das einfach. Ja, ne? Und das ist mir bei den beiden Filmen besonders aufgefallen. Also bei Alien Covenant habe ich das schon gesagt. Und jetzt hier bei Catch the Killer auch. Die scheint wohl gar nicht so unbekannt zu sein. Ich habe die noch nie gesehen. Und mir hat sie schlichtweg nicht gefallen. Also in der Rolle nicht. Ne? Also ich will nicht sagen, die Schauspielerin selbst. Also mir hat die Frau in der Rolle nicht gefallen, weil sie halt einfach mir auch gar nicht in Erinnerung geblieben ist mit ihrer Performance, wie ich schon sagte, weil sie halt einfach so ein Allerweltsgesicht hat. Deswegen fand ich Catch the Killer lahm. Und dann noch einen anderen Film, den wollte ich immer gucken, weil ich dachte, das muss ein Hammerfilm sein. Aber auch der hat mich dann letzten Endes nicht ganz so umgehauen. Und zwar ist das Nomis, heißt das, den wollte ich immer gucken, weil ich dachte, boah, das muss ein Wahnsinns-Serienkiller-Film sein. Und letzten Endes wurde der schlecht bewertet. Und ich dachte dann auch, warum eigentlich? Was habt ihr dagegen? Ja, und am Ende habe ich mir gedacht, okay, gut, ich weiß warum. Den habe ich jetzt schon vor etwas längerer Zeit nicht gesehen. Ich kann nicht mehr ganz genau auf die Handlung eingehen, war aber auch letzten Endes nichts etwas, wo ich jetzt so richtig sagen musste, der Film, der haut mich um. Also der Film sagt mir gar nichts, also das habe ich noch nie gehört. Nomis, okay, also der ist mit Henry Cavill, der ist ja jetzt nicht unbekannt, Ben Kingsley ist auch dabei. Und dann gibt es da noch eine junge Schauspielerin mit so ganz stechenden Augen, also wirklich eine ganz tolle junge Frau, aber die hat Augen, also als Mann verliert man sich in ihren Augen, muss man wirklich sagen, also die hypnotisiert dich regelrecht, aber das meine ich positiv jetzt, ja. Die kenne ich aber sonst auch wirklich nur hier aus diesem Film, die habe ich sonst noch nicht gesehen. Und der Film und auch der Trailer wirken gut, aber letzten Endes war der Film dann doch eher weniger umwerfend, als ich dachte. Ich habe ihn, wie gesagt, nicht mehr so hundertprozentig in Erinnerung jetzt, aber ich weiß, dass ich danach sagte, okay, ist jetzt nichts Besonderes gewesen. Vielleicht ist das ein Titel, wo du dir jetzt sagen könntest, den guckst du dir mal an. Vielleicht stimmst du mir ja zu. Also ich werde ihn mir mal anschauen. Ich mag ja eigentlich Henry Cavill manchmal gerne, manchmal nicht. Ja, kommt wahrscheinlich drauf an, was er spielt, ne? Ja, in Ordnung. Okay, also da haben wir doch aber jetzt einige Titel genannt, ne? Ja, finde ich auch. Ja, dann haben wir es geschafft, du. Dann haben wir ein sehr interessantes Gespräch geführt, haben hier auch sehr schöne Titel genannt. Ich habe jetzt hier, während ich hier gerade viel gesprochen habe, viele Titel von mir wieder auf die Playlist gemacht, weil ich dachte, die muss ich einfach mal wieder schauen. Und natürlich auch deine Titel aber auch. Und lass dich wissen, wenn ich sie geguckt habe. Ja, bin ja mal gespannt.
Aber umgekehrt genauso, sag du mir auch Bescheid, wenn du mal einen Film geguckt hast, ja, den ich empfohlen habe. Ja, werde ich tun. Kannst aber auch gerne sagen, wenn du die Kacke fandst, ja. Das werde ich dann auch machen, ja. Genau, also rede nicht schön, ne? Nichts schön reden hier. Gut. Alles klar. Okay, gut, dann danke ich dir für deine Zeit und für deine zweite Aufnahme hier. Ja, ich danke auch. Danke, dass ich nochmal dabei sein durfte. Sehr gerne, sehr gerne. Dann, ja, dann bis zum nächsten Mal, okay? Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Wir danken euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt, schon wieder am Freitag. Der Podcast für und von Horrorfans.